Und im Jahr 54 klingelte es auf einmal. Ich war alleine in der Wohnung. Die Wirtin war irgendwie weg. Und da stand eine junge Frau vor der Tür und wollte meine Wirtin sprechen. Und da sind wir ins Gespräch gekommen. Die war sehr attraktiv und gut angezogen und sowas alles. Hat mir Eindruck gemacht. Und dann habe ich den entscheidenden Fehler in meinem Leben gemacht. Habe mich in die verliebt. Und zwar habe ich das ganz klug angestellt. Ich habe ja damals, das war so um die Mittagszeit, meine Lebensmittelkarte, das war noch alles auf Karten, in die Hand gedrückt und habe gesagt, ich soll mal essen gehen, da ist eine Kneipe, da kriegt sie was zu essen und dann wiederkommen. Und da hat sie gedacht, so ein Dumm findet sie niemals wieder. Sie ist aber wieder gekommen und da haben wir noch so ein bisschen erzählt, bis die Wirtin kam. Und das war unsere erste Begegnung. Also wir haben uns dann nicht mehr aus den Augen verloren praktisch. Und 56 haben wir beide geheiratet und die Ehe ist heute noch intakt. Sie ist in dem Pflegeheim wegen ihrer Depressionen. Ich habe das nicht mehr geschafft hier in dem Haus. Und Pflegeheim ist der letzte Husten, sage ich. Also ich gehe nicht in den Pflegeheim. Sie kommt am Montag zum ersten Mal, seitdem ich so krank bin, zu Besuch hierher. Da bin ich natürlich ganz aufgeregt. Sie hatte Pech. Wir haben eine wunderbare Ehe geführt, war alles okay. Und dann dachten wir, jetzt ist es Zeit, an Nachwuchs zu denken. Und das war noch in Görn, ich weiß noch heute, wo wir den Jungen gezeugt haben. Nicht? Und das weiß ich noch heute, wir haben ja ganz bewusst gemacht, jetzt wollen wir uns ein Kind leisten. Und haben das gemacht und das hat auch auf Anhieb geklappt. Ja. Ich bin von der Küste oben, deswegen hat das Wasser immer für mich eine besondere Rolle. Das klappte dann auch gleich auf Anhieb. Und da wurde dann im Februar 1962 geboren. Und mit der Entbindung wurde meine Frau krank. Sie kriegte endogene Depressionen erblicher Art. Ich habe nie nach einer anderen Frau geguckt. Also geguckt schon, ja, aber das kann man ja nicht vermeiden. Aber ich habe eigentlich mit keiner Frau ein Verhältnis angefangen. Also was mit Liebe zu tun hat. Und ich kann heute noch nicht von ihr lassen, ich weiß nicht, das ist Naturveranlagung, das gehört doch dazu. Ich weiß nicht, da braucht man denen doch nicht sagen, die wissen doch alle von alleine, wie es geht. Also ich habe unseren Jungen nicht aufgeklärt in dem Sinne. Wir waren die ganze Ehe lang immer FKK. Und da waren auch öfter Mädchen an unserer Sandburg. Und da dachten wir jetzt, das werden so knackige junge Mädchen für den Jungen. Und dann hat er gesagt, die blöden Dinger. Da war er noch nicht so weit.